Also gut, wir sind jetzt voll groß und so. Ja. Ey, jetzt mach nicht mal was kaputt, das wäre auch viel geiler gewesen. Du kannst einfach durchlaufen. Yes. Weißt du, schon alte Spiele konnten das. Die als Riesen kann alles mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Mhm. Greif wie die Türme der Königin, um ihr Herz freizulegen. Wo ist denn die Königin? Reiß das Schlosstor im Weg ein. So, wir müssen das Türme zerstören. Ey, guck mal, wie billig sah das denn aus? Oh. Weißt du, was ist denn da los? Wir haben das Spiel schon damals schon besser gemacht. Red Faction 1 macht das schon besser, ja. Das ist von 2002 oder so. Ey, weißt du, das ist ja echt so. Sie bitchstellt einfach so die Wand, dann geht sie kaputt. Was ist das hier? Weißt League of Legends, du musst die Türme zerstören jetzt hier. Man sieht nicht mal so eine Wucht dahinter, ja? Richtig, weil hier, guck mal, ja. Wie sieht denn das aus? Guck mal, wie sie kickt denn so ein bisschen so. Was wollt ihr denn von mir? Bam. Einfach alle zerbersten. Ach so, dann kannst du weiter, super. Ja, hier, zack. Ist eigentlich auch nur so ein Schlauchlevel, oder? Du gehst jetzt einfach nur weiter immer? Natürlich. Wenn sie sich auch klein, sie wirkt voll wütend, wenn sie läuft schon mal. Oh, umbringen. Alles zerstören und mal schon eine Tür wegmachen. Oh, oh nein. Schachbretträtsel? Fick die Schachbretträtsel. Ach, du bist da gerade bei den Räumen, oder? Nee, ich glaube nicht, weil wir waren vorhin im Gebäude drin. Ah ja, stimmt. Warum haben sie das dann da hingebaut? Damit du dich nochmal rächen kannst. Boom. Ey, wie sie bitchslappt, das sieht so dumm aus. Weißt du, das sieht einfach so kacke aus. Oh, guck mal, es kommt Tentakel mal wieder. Scheiße. Wir werfen ihre Schatten voraus. Oh, da oben, bam. Wow. Ich kann mich nicht mal wehren, das Problem, weißt du? Kannst du nicht ausweichen? Nee, ich kann nur A drücken für Bitslap und Y für der Feuerten. Weißt du, ist ja nicht so, als wäre ich nicht sonderlich, also agil ist ja auch nicht gerade jetzt in der Kurs, die machen wie Stepptanzmäßig. Oh, was war ich auf? Zack. Weg da hier. Ach so, ich hab dieses rote Ding zerstört am Boden, dann ist schon vorbei. Ach so, muss ich. Ich lass sie einfach hier. Ja, die machen dir ja sowieso nichts. Könnte ich alle mal. Ich gehe nach hinten und mach das kaputt. Boom. Richtig, so sieht's aus. Oh, Tentakel. Jetzt prügel mich mit der. Ausreißen. Ausreißen. Jetzt hier. Was ist das denn? Ist das alles so kein Wumms, weißt du, wie ja. Ist. Man müsste so mega mächtig sein. Guck mal, wie es aussieht. Ja. Oh, das Bett ist gesagt. Boom, jetzt hast du die Königin getötet oder was? Ja, ich so Game Over, das war es durchgespielt. Das war der Endkampf. Richtig, weißt du, bei anderen Spielen reißt du Leuten so die Beine ab und du hast richtig Wumms dahinter. Stichst dir in die Augen aus. Und da, ey, so. Hier so, Gebäude, ey, Bitchlap. Weißt du, dann verschwindet's einfach. Ja, keine Trümmer, nix, ey. Weißt du, und hier, Schuss, Schachspiel. Boom. Was ist denn das für ein dummes Schachspiel mit nur vier Feldern? Ja. Wer spielt denn der Schach? The retarded people. Die spielen das. Warum zerstört es überhaupt? Das ja, du keine brauchst Ahnung. Gar nicht. Einfach durchlaufen. So, kriegst keine Flasche, wenn du alles zerstörst oder so. Scheiß drauf auf die Flasche, ey. Das ist völlig unnötig. Ey, hier, Leute und so. Fuck, egal. Weißt du siehst das Ding ja nicht mal wegen der Kamera. Ich wollte so hindrehen. Ach so, oh, sie hält mich fest. Hilfe, da vorne ist es irgendwo. Das Feuer. Ja, ich weiche auch so. Das sehe ich auch voll gut alles. Das Tentakel rausreißen. Erstmal hier, Leute. Ah. Zack, so, jetzt. Das Ding feuert wieder. Ja, ich weiche. Ich laufe einfach im Kreis hier so. Im Grunde ist Tentakel, also nee, das ist ein Hebel. Ein Hebel, der irgendwas freilegt. Ja. Wie überall anderes. Wie billig das einfach aussieht. Ja, da steckt Liebe drin im Spiel, hab ich doch gesagt. Mhm. Jetzt wieder den Turm mitschleppen. Bam! Zweimal. Zack. Gut. Herz zerstampft. Immer fliegen so ein paar Bruchstücke rum, auch wenn es da billig aussieht. Ey, wie lange geht es noch? Ey, das ist nochmal ein Riesenturm, Riesenmonsterturm. Nexus. Da war ich bin sicher, wenn der Sound laut genug wäre, könnten wir hören, wie die Königin was gesagt hat. Ja, dass sie irgendwie flucht. So, die Schlampe. Die rennt hier durch. Ach so, dann. Erstmal die andere Tentakel. Wäre doof, wenn wir da einfach gleich hingehen könnten, weißt du? Ja. Ey, lass mich in Ruhe. Bam. Boom. Ein paar Zähnchen. Paar Zähnchen. Schön Tentakel rausreißen einfach so. Machen wir den Turm kaputt und geh wieder, weißt du? Scheiß auf sie. Er hat doch geschossen, hast du gesehen? Da kam doch die Explosion am Boden von ihm. Vorbei. Weißt du, ich lass sogar die Viecher leben. Ja, meine ich. Boah, das ist Sauron. Scheiße, das Auge ist sauber. Wir gehen jetzt nach Mordor rein, weißt du? Es geht einfach nach Mordor, so. Ja, einfach so in groß, ey. Scheiß auf das Tor davor.
Kick das einfach um, ey. Zweimal draufschlagen, ist das weg. Also mal bitslappen. Ja. So, die nerven mich auch nicht mehr, ist verpisst. Die machen mir schon Schaden. Aber ja, aber das ist scheiß auf die. Achso, scheiße, ich wollte auf Arsch. Weißt du, springen. Du gehst gleich in die Sequenz, dann sind die sowieso weg. Ja, irgendwas passiert dann. Ja. So, Spiel zu Ende. Die triggern dann einfach weg. Und dann wie sie pisst läuft, so. Ja. Wie so ein Monster, also, weißt du? Warum kriegen wir keinen Untertitel, wenn die redet jetzt? Also wie Frankensteins Monster. So, und was jetzt? Stimmt, ey. Jetzt. Oh, Herz zerschmettern hier. Rausreißen. Die zerschmettert es doch gar nicht. Zieh einfach raus, das war's aus. Bäm. Ey, es ist echt sauer, guck mal, ist ein Augapfel. Ja. Merz drin. So, zack. Ende. Jetzt hast du die Königin besiegt. Und das ist auf einmal eine Schale. Wo kommt die jetzt her? Was der ist? So ohne Sinn, weißt du, die wird das nicht mehr erklärt, was passiert. Oh, sie wird wieder klein. Und der Ton ist aber als Luft aufgelöst jetzt, oder? Der ja. Vaporisiert. Vaporisiert. Geil. Oh, okay. Hey, jetzt bist du wieder anders farben. Man hört wieder nix. Was sagt der? Was sagt der? Egal. Ach, die lebt doch noch. Ey, guck mal. Oh, ein Mund. What the... Oh! Voll widerlich. Mit der Teekanne ins Auge. Komm ich da durch? Ah. Erinnerung. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Das ist besser, hier abgemischt. Ja? Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvision... Oh nein, eine Rutsche, fuck. Man, ey, Mario 64, lässt grüßen. Und man darf die schwarzen Scheißdinger nicht berühren dabei. Stirbt man sonst? Verliert man Lebensenergie, total behindert. Shit, also Karies-Zähne darf man nicht berühren. Oder? Nee, diese schwarzen Schleimhaufen, so, die verkaufen. Von der Dackelzucht. Von der Dackelzucht. Die haben wir da hingemacht. Schön auf dem Tisch. Schön auf den Tisch gelegt. Dack. Ja, das war jetzt aber nicht sehr schwer. Nee, aber ich habe auch ein paar Herzen verloren. Noch ein Herz. So viele Herzen, diesmal blau. Ja. Draufballern mit der Teekanne. Richtig. Teekannisieren. Ja, das war leicht. Also. Ja, so bam. Boss besiegt. Oh nein, das ist ein Schalter einfach. Das heißt, es werden noch sehr viele Räume kommen, wo wir einfach nur irgendwo Herzen. Das Herz finden müssen. Das weißt du, es sind jetzt gar keine richtigen Herzen mehr. Es sind einfach nur noch Schalter. Guck mal, jetzt sind wir hier in dem Wurm drin von Gears of War 2. Ja, stimmt. Weißt du... Nur, dass es viel schlechter aussieht. Meine einzigen Gedanken beim Spiel sind, die ganzen vielen besseren Spiele, die es gibt, immer so, ja. Ey, wie bei dem anderen Spiel es viel besser ist. Das sieht echt ein bisschen aus wie bei Gears of War. Nur, dass das da besser aussieht halt. Und Schalter, Jetzt kommt man darüber. Nein, oh, sogar sichtbare Plattform, weißt du? Und dachten das sich so, jetzt gehen wir schon mal die Mühe und modeln die hin. Oh, die versinken wieder. Krass. So viel Glück beim Nichtstun, weil du stirbst sowieso. Schön in der Magensäure oder was das ist. So. Hä? Oh. Hi? Warte, sagt sie hi? Nein, stimmt. Okay, ich dachte schon. Was sagt die denn? Sie sagt. Das heißt, sie sieht das Spiel und denkt so, oh, ich muss kotzen. Warum bin ich hier drin, ne? War richtig schlecht. Egal, ich hab alles im Griff. Das ist schon gut. Zack, zack, das ist ja easy. So. Das nächste Herz. Ja, das ist jetzt ein billiges Schalter abklappern. Ja, das ist das Spiel immer. Wenn es irgendwie so. Weil irgendwie so einen Raum strecken möchte, dann haben sie einfach, muss man einfach hin und her laufen. So. Oh. Oh, das sind diesmal rot, nicht mehr schwarz. Das heißt, sie sind böse. Was da Pellet los? Pellet Swap. Wie in 8-Bit-Zeiten. Bam. Das war auch leicht. Ja, yeah, kein Thema. Der Kanne ist das ja sowieso dann. Wieso, keine Ahnung, Lungenflügel runterlaufen? Bist du gerade in dem Körper? Ich denke mal von der Königin drin. Aha. Hä? Dann mal wieder untersuchen, weißt du. Okay, wir müssen das irgendwie jetzt strecken. Wie machen wir das jetzt? Zeig mal hier. Das sind zwei Schalter. Ah, da drüben. Ich glaub's nicht. Wie können wir es möglichst strecken? Wie können wir den Spieler dazu bringen, möglichst viel Zeit zu verbringen? Ah ja, einfach hier Schalter, so. Schalter, einfach Schalter. Oh, noch Gegner natürlich, die keiner mehr braucht. Tot. Super. Oh, noch was? Er ist ausgewichen. Er ist einfach auf Seite gelaufen, ja. Den Schritt. Scheiße. Richtig, das lernen dazu. Ja. Ist das so ein Herz und draufschießen? Ah, nee, warte, muss ich. Ah, klein sein. Aber wieso kann die klein nicht hüpfen? Weil ihre Beine da nicht so stark sind. Also die Gelenke können das dann nicht. Schaut auch mehr. Hier wieder. Oh, suchen. Erstmal Schalter suchen. Ja.
Weißt du, total dumm. Was ist denn das für eine Spielmechanik? Was ist das? Also du läufst von Raum zu Raum und betätigst Schalter. Oh. Richtig. Weißt du das? Ey, da hatte schon Mario Bros. Hatte da mehr Abwechslung, ja? Was ist das? Ein Tentakel war das. Kleiner Wurm, ey, so ein Blutwurm oder so. Kleiner Wurm, Tisch. Kleiner Wurm und Tisch, hallo. Du kannst die nicht tönen, die sind Deko. Ey, das Spiel hat nie Deko gehabt. Ja, aber jetzt, ey. Ich hab immer gedacht, so alles, was deine Arbeit sparen konnte, hat's gemacht. Und auf einmal so, machen wir so kleine laufende Zungen hier hin. Ja, richtig. Auf einmal kann ich nicht mehr schnell laufen. Nee, jetzt muss ich gehen. Das heißt, shit geht über das Serious hier. Jetzt kommt Königin und die fällt dann runter und dann ist vorbei. Ja. So kann ich mir das jedenfalls vorstellen. Oh, guck mal, Kronleuchter. Oh, der fällt sich auf sie drauf und dann zack, tot. Der, guck mal, wieder schon, ist der nicht. Ah, da ist sie. Voll creepy ist sie. Hey, die Krone sieht aus wie auf. Was ist mit den Händen los? Was ist mit der Krone los? Okay. What the? Ah, die sitzt da, die fliegt. Ach so. Ja, die fliegt. Ich verstehe die wieder nicht, weil das einfach wieder runtergemischt ist. Einfach nicht passt. Aber irgendwie scheint sie zu kennen, also vom Gesicht her. Ja, das ist, glaube ich, diese eine da, die Lishi oder die wie. Die Schwester, halt. Gell, ja? Ja. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Was denn, wie sie immer total unemotional redet, so. Ja. Gut, Lippensynchron, weiß. Ja. Ich muss extra lesen, weil ich sie nicht verstehe. Wieder bei besseren Spielen wie Gears of War, wenn da so voll die allkrassen Mundwinkel so voll animiert sind, auch die Backen und so, wenn er redet, weißt du, als voll echt aussieht und hier. Nix. Komm, die stehen einfach nur da und reden so. Sie nicht mal emotional, stehen einfach nur da. Ist zu leise. Ja, was? Guck mal, es kommen die Tentakel, es tötet sie mich. Scheiße. Und dann ist hoffentlich vorbei. Aber es kommt noch ein Level, das ist ja blöd, dass es das weiß, weißt du? Ja, das ist ja die Kacke. So, es kommt noch ein Puppenhaus und noch so Zeug. Deswegen soll ja immer schlimmer werden, deswegen. Das Ende war es nie mal so schlimm, bis auf dieses dumme Schaltergesuche, der Rest ging ja einigermaßen. Ja, aber. Ich habe auch keine Ahnung, was die will. Oh. Wir wissen, was bei Tentakeln passiert. Ja. Das ist nicht gut. Wir haben genug Hentai gesehen. Shit, ey, vorbei. Weißt du doch, was sie voll die krasse versprüht, dass sie so, ich kann mich nicht bewegen, weil sie vorher einfach so Tentakeln rausgerissen und so. Ah. Passiert. Die ist sie auf. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung, Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenn gleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Haben die da eigentlich keine Rendersequenzen? So. Arbeit. Ach so, Arbeit. Also machen wir einfach so ein paar creepy Omas dahin und dann. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Ja, gibt alles total Sinn. Wenn es passiert irgendwas, Ladevorgang. Ja. Alle Kinder haben Hilfe verdient. Keins ist so verloren, bla bla. Oh, guck mal, die Texturen fehlen. Die sind einfach weg. Oh, da sind sie. Ja, das hatte ich letzte Mal bei irgendeinem Spiel 2000. Schuss, wurden wir eingewiesen. Die hat nicht mal Haare mehr. Das sieht sie aus wie das Jurymitglied bei Deutschland sucht den Star für Baku. Sie sieht aus wie die eine aus Mass Effect 2 da. Jack heißt die, ist sie so? Ja, genau. Das ist die. Wie abgefuckt sie aussieht. Ja. Sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Ey, wie die reden, die Animationen, weißt du? Und die Köpfe aus wie modelliert das Ton. Ja. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben, gemerkt? Ich weiß nicht, was er will. So, als ihr Mentor, weißt du? Ja, Knochen vergraben, gemerkt? Ruf ruiniert, weißt du, wie willst du denn den Ruf ruinieren? So, jetzt haben wir einen Cut und so, irgendwann.